Jo, hallo Leute, heute probiere ich mal aus Paris diese schönen Kekse, die ich von meiner Betreuerin bekommen. Die Monstars, dann hier so Pariser Schokolade. Dann haben wir noch hier einmal in Rot. Und hier auch nochmal Schokolade. Sogar mit 72%igem Kakao. Fangen wir einfach mit dem hier an. Wenn ich noch mehr Sachen testen soll, könnte ich ja eigentlich machen. Nur ist es ein bisschen aufwendig, weil andere YouTuber, die machen das ja so, kaufen und stellen dann die Produkte her, also hin, damit sie auch Videos produzieren können. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ungefähr so groß. Ja. Ganz nice. Und jetzt probiere ich die mal. Schmilzt ein bisschen. Jetzt kommt hier das zweite. Mal kicken. Tja, boom. Auch wieder mit 12. Oh, hier. Schmeckt so wie diese Lebkuchenherzen. Ja. Nur da ist schön viel Butterzucker drauf. Also ganz nice. Und dann habe ich Müll einmal. Die sind mal so geil. Was haben wir dann hier? Also beides schmeckt sehr süßlich. Ist fast so ähnlich. Vielleicht so ein bisschen Butterzuckerig da oben. Das kann ja gar nicht sein, das ist nur einfach Teig. Auf jeden Fall sehr zitronig. Ist ja schon ein bisschen Sonne gebrochen. Schade eigentlich, aber das ist nur dieses Reststückchen. Mal ein bisschen lauer machen hier. Ja, gar nicht. Nein, muss ich beim nächsten Saugen mal wegsaugen. Genau, das war's erstmal wieder und kommentiert das Video unten. Also es hat eigentlich sehr gut geschmeckt. Falls ihr noch irgendwie eine Idee habt, was ihr probieren könnte, sagt mir gerne Bescheid. Genau.
Also was man halt im Laden kaufen kann, also nur als Idee so. Am Laden ist es ja auch langweilig. Da kennt man ja eigentlich die meisten Produkte. Genau, das war es erstmal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, und bis bald.